Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge Payday 2. Es ist ein neues Let's Play-Projekt, muss ich sagen. Und es ist viel zu laut. Ja, okay. Okay, jetzt kann ich kurz erklären. Payday 2 ist ein Spiel, was eben halt auf einem Niveau von einem Bankräuber oder einer großen Gruppe von Bankräubern aufbaut. Oder besser gesagt, es ist so aufgebaut, dass es eben halt mit Bankräubern zu tun hat und wir eben halt so einen Simulator als Bankräuber haben. Nein, das wollen wir jetzt nicht hören. Es gibt dann verschiedene Jobs, die wir nehmen können. Also, warte mal kurz. Bisschen so schwierig hier noch, irgendwie die Maus zu bewegen. Also, es gibt verschiedene Sachen. Hier, das ist Bane. Also, die Banes, ja. Die Leute, die hier stehen, oder einfach, das sind die Auftragsgeber. So, und die haben auch verschiedene Jobs. So, der hat zum Beispiel zwei. So, und der hat hier zum Beispiel wieder mehr. Aber jetzt so hier Ölmuttis, das sind hier steht ja 2 Tage, 3 Tage, 3 Tage oder 2 Tage heißt, du hast nicht nur einen Job, ne? Also so eben halt, man geht in die Bank rein, bricht alles auf und dann fährt man weg oder haut eben halt ab. Nein, so ist es nicht. Hier macht ihr eben halt zum Beispiel den Kunstgriff, ihr geht in ein, ich glaube, ihr geht dann irgendwo rein. Also ich habe das eben halt nie gemacht, weil es mir zu blöd war. Steht ja auch niemals. Obwohl, eigentlich habe ich das schon mal gemacht, aber egal. Weil man dann eben halt so 3 Tage am Ende bis in einem Waggon, glaube ich, und dann gibst du die Kunstdinger da ab. Am ersten Tag klaust du sie, am zweiten Tag bist du irgendwie in einem Hochhaus, wenn ich mich nicht, wenn ich mich richtig irre. Und am dritten Tag eben halt im Waggon irgendwo abgelegen, wo du eben halt das dann rausschmeißt, die Kunstgegenstände und dann, ja, war's Ende. Es macht auch Spaß, so mehrere Tage das zu machen, aber wenn ich ehrlich bin, es ist ein wenig anstrengend und nervig. So. So, aber jetzt eher gesagt, hier, der Zahnarzt ist eher der mit den größeren, jetzt zum Beispiel der Diamant, die große Bank, Golden Grin Casino, habe ich öfters gemacht, obwohl da steht niemals. Ja, hier zum Beispiel, das sind eher so Sachen, die ja mit größeren Maps zu tun haben, Events, das sind eben halt jetzt zum Beispiel, also was wirklich unrealistisch ist. Das hier ist auch, also meistens Brain, ja Bane, Hector, Jimmy, Locke und Vlad sind eben halt so eher die Standarddinger gewesen. Und dann eben halt kam Klassiker oder so, ein Undercover, das, bla bla bla. Und dann eben halt möchte ich euch noch einmal kurz was zeigen. Also, das hier unten, das habe ich, da war ich vorher, ich hatte auch einen Cheater drinne. Ja, es ist erlaubt, hier zu cheaten. Ich habe das auch mal gemacht, gebe ich auch zu. Und da habe ich mit Ghost noch gezockt, da habe ich sogar, glaube ich, einmal aufgenommen. Und den habe ich jetzt rausgetan, weil ich möchte das nicht, das ist ja langweilig. Weil als Cheater kannst du dir eben halt auch Geld erhacken, da brauchst du eigentlich gar nicht mehr zocken, wenn ich ehrlich bin, bis so oder so nicht zu töten, und das macht ja gar keinen Spaß. Also der Spaß oder der Sinn dahinter ist ja, dass ihr es übersteht, und es gibt auch verschiedene Schwierigkeitsgrade, die ihr dann machen könnt. Deswegen habe ich das rausgetan. Es war schön mit Frost und Ghost das zu machen, aber im Nachhinein, ja, weiß ich nicht, finde ich es nicht so toll. Zudem, ich kann mir die Sachen hier eben halt kaufen. Das sind die Freigeschalteten. Das hier sagt eben halt, ich habe den Auftrag zum Beispiel nicht absolviert. Oder ich habe das DLC nicht. Das würde dann auch alles da stehen.
Hier ist an Level sowieso gebunden. Ich hatte eben halt früher wenig davon allen. Dann habe ich mir ein paar DLCs gekauft. Übrigens, wenn du ein Cheater bist, brauchst du für den Moment kein DLC. Jetzt denkt man so, oh cool, schön, alles super. Aber der Spaß dahinter ist immer noch fake. Und wie soll man sagen, das Spiel ist sehr alt und sie arbeiten trotzdem noch dran. Sie holen immer noch trotzdem weitere Heists und sonstiges raus. Ich glaube, das Spiel ist von 2013 oder noch früher. Und sie arbeiten trotzdem dran. So, und das finde ich geil. Und deswegen unterstütze ich diese Menschen auch. Microgun. Also es gibt schon wieder Veränderungen. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr, 2017, da gab es, ja, ich wollte es gerade zeigen. Da gab es nur die Minigun hier. Ne? Das, 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 das und das. Und das und das und das. So, aber dann gab es eben halt das nicht und das auch nicht. Und dann gab es Akimbo Shotgun, gab es auch nicht. Akimbo Maschinenpistolen, ja. Akimbo Pistolen, auch. Dann gab es hier auch sowas, aber das ist alles dazugekommen. So, und ich finde so ein Spiel, was eben halt sehr viel Potenzial hat, das hat hier mega viel Potenzial. Und es ist eben halt ein Spiel, was nie langweilig wird, muss ich sagen. Klar, es wird oft alles wiederholt, aber du kannst ja selber entscheiden, machst du dieses Mal leise oder machst du es laut? Um die große Bank oder so leise zu machen, ist auch schwierig. So. Und deswegen kann man auch eben halt Sachen freischalten wie Markt, also Steam-Markt gibt es auch, bla bla bla. Und das hier unten, ich weiß nicht, unten links müsst ihr jetzt auf dem Bildschirm von euch gucken. Ja, unten links. Ich weiß nicht, ob da was vor ist jetzt, aber da ist eben halt so die Levelanzeige, so ein, ich weiß nicht, ein Herz. Herz. Ja. Also eben halt das. Und bedeutet eben halt, welches Level ich bin. Ich hatte mir früher eben halt höheres Level dann auch gemacht. Und ja, dann gibt es eben zum Beispiel jetzt hier auch sekundäre Waffen. Gibt es auch nochmal viele. So, Maschinenpistolen. Auch nochmal sehr viele Panzerwaffen. Kommando, das ist alles neu dazu gekommen. Alles neu. Dann gibt es eben halt hier verschiedene Panzerwesten da. Verschiedene Gadgets. Die kannst du auch aufmotzen, damit du Türen aufmachen kannst. Verschiedene Sachen. Berüchtigt heißt eben halt, dass du dann alles von vorne machen musst. Und dann hast du eben halt so eine Karte und bist, weiß nicht, Prestige 1 für euch, besser gesagt. Die Crewverwaltung ist eben halt, wenn man alleine spielt. Das habe ich bis heute nicht verstanden, wenn ich ehrlich bin. Aber zum Beispiel hier das. Das sagt so. Schaltet dir, wenn ich jetzt Techniker bin, ne? Dann kann ich zum Beispiel vier Maschinen ganz gleichzeitig aufbauen. So. Nee, kann ich nicht. Du kannst noch eine weitere Sentry Gun mitnehmen. Oder eben halt deine Minen setzen nach der Detonation 10 Sekunden lang alles in Umkreis von 4 Metern in Brand. Auch super. Oder Flüchtling. Während der Verblutung kannst du dich selbst wiederbeleben, wenn du einen Feind tötest. Du hast nur eine Ladung. So. Und das wird einem, das ist eben halt einfach besser und hilft einem und ja, oder hier, Overkill. Wenn du einen Gegner mit deiner Schrotflinte oder Tragbeil sowieso tötest, erhältst du 20 Sekunden lang einen Schadensbonus von 75%. Das ist sehr viel, denn sowas braucht man. Ups. So, jetzt habe ich den Iron Man freigeschaltet. So, dann habe ich noch eine bessere Weste. Und hier kann man die Charaktere auswählen. Ändert sich ehrlich gesagt nichts. Oder eben hier kann man auch viele Masken freischalten. Weshalb dieses Spiel eben halt ein Mega-Potenzial hat, muss ich sagen. Sind eben halt Aufträge, die wirklich lange meistens dauern. Aber wir machen jetzt hier mal, weiß ich nicht. Wir machen mal was ganz Einfaches. Das hier ist jemand, was sehr Großes. Es dauert auch ein wenig länger. Wir machen jetzt mal, weiß ich nicht. Ich will immer nicht alleine zocken, weil das ist langweilig, muss ich sagen. Alleine ist blöd.
Und zum Beispiel, er hat jetzt die Go-Bank. So, da treten wir jetzt mal bei und gucken mal, ob er uns reinlässt. Er lässt uns rein. So. Hey. So, zum Beispiel, der ist jetzt Level 46, der ist vor mir. Ich dachte, ich wäre 68. Keine Ahnung. Hier, das zum Beispiel, das ist hier, oder das hier jetzt zum Beispiel, das kann man eben halt das. Nochmal. Kann ich jetzt auch mal einen Satz beenden? Hier zum Beispiel kann man den Typen dann sehen. Was für ein Level, was für ein Alter, ne? Wie viele Spielstunden er in einer Heist verbracht hat. Wie oft er welche Maske benutzt hat und welchen Charakter er am meisten benutzt hat, dann kann man das hier auch sehen. Und ich wurde ausgeschlossen. Ja, das war ja jetzt nicht so super. Ach, das ist Schattenraum. So, dann nehmen wir mal die jetzt. Übrigens, was ihr hinter mir seht, das ist jetzt fast fertig, muss ich sagen. Also meine Gaming-Ecke. Das ist jetzt mit einer Decke übergezogen, das sieht besser aus. Kann man sich auch mal hinlegen, wenn man will. Und meine zwei Figuren kommen noch. Zwei Figuren kommen noch. Und dann kann es eigentlich auch losgehen. Gehen wir da mal wieder rein. Ich erzähle mal weiter. Und ja, ich habe ja gesagt, ich nehme voraus auf und ich habe auch viel gesagt, dass ich ab dem nächsten Montag, also ab dem 13.01. Jeden Tag euch Folgen gebe. Das konnte ich leider nicht einhalten. Oder das kann ich nicht einhalten dieses Mal. Denn ich muss am Wochenende viel helfen. Ist auch, das geht vor, finde ich. Ich finde, das geht vor. Und ja, können wir jetzt endlich mal einen Job hier haben? Und das geht vor. Und deswegen gibt es eben halt erstmal noch keine Folgen jeden Tag. Okay, machen wir jetzt irgendeinen Job, damit wir anfangen können. Also, nochmal kurz zusammengefasst, es ist eben halt so, dass ich viel zu tun habe. Ich gehe auch wieder zum Sport. Das ist aber eben halt jetzt erstmal noch innerhalb der Woche. Ey. Immer noch innerhalb der Woche, Dienstag und Donnerstag. Ey, kann ich jetzt hier mal reingehen? Jetzt weiß ich nicht mehr. Ja, in der Woche Dienstag und Donnerstags wäre wegen der Schule am Wochenende klar. Ich will auch Freizeit haben, deswegen. Ich würde auch gerne am Wochenende immer hingehen. Aber also bis jetzt bin ich nur einmal hingegangen, habe aber vorher. Das geht mir sowas von auf den Sack. Aber vorher eben halt zu Hause schon viel Sport gemacht. Und deswegen, ja, wollte ich euch nur das Bescheid geben. Ja, das geht mir sowas von auf den Sack, Mann. Was ist da für ein Dreckscheiß? Ja, endlich. Aber das heißt ja nicht, dass wir spielen wollen, ne? Lass die Zeit und lass die Wachen passieren. Ja, super Tipp, ey. Das Stealth ist für mich ehrlich gesagt nichts. Behind our current predicament. They have closed all communication channels with me. Took out a couple of friends there. But it looks like I'm officially ousted.
Mr. Lindenhurst was kind enough to decrypt some notes an ancestor had printed on the. Ich hoffe, wir können das jetzt hier einfach mal. Ja, manche Sachen sind auf Englisch und manche Sachen sind auf Deutsch. Das ist ein bisschen verwirrend. Achso, das Spiel hat schon gestartet. So. Es hat schon begonnen. Aber ich habe keine Ahnung, was ich hier tun soll. Defend the Drill. Defend the Drill. Okay. Ist schön, sehr schön geschmückt, muss ich sagen. Klar, dieses Spiel hat auch manchmal der Spiel, wollte ich sagen. Das Spiel hat auch mal ein paar Bugs, also Soundbugs zum Beispiel. Es ist eben halt jetzt natürlich nicht das realistischste Spiel, was ich kenne. Aber welches Spiel ist schon realistisch richtig? Noch 180 Sekunden. Und ich habe jetzt zum Beispiel in meinem Gadget die Mine mit. Die ich jetzt zum Beispiel als Sensor umschalten kann. Oder jetzt, wie ihr gleich seht, hoffentlich. Okay, doch nicht. Oder es eben halt als Mine nutze. Ne? Und das mit den Sounds, da kann ich eben halt nichts ändern bei. Denn das liegt am Spiel oder am Server. Denn ich habe ihn nicht seit Anfang an, ne? Oder seitdem der Bohrer da. Und deshalb, zum Beispiel jetzt könnte sein, dass wir es hören. So klar, manche Leute sind jetzt auch wirklich dumm hier. Ich meine die Bullen. Aua. So, das gibt es, ist immer, macht sehr viel Spaß, wenn man das wirklich so im Team machen kann. Ich hoffe, ich kriege Marvin auch nochmal dazu, mit mir zu zocken hier. Also Payday, Rainbow wird er hoffentlich auch mal mitspielen. Ich habe ihn mal gefragt letztens, ob wir mal zusammen zocken wollen. Also auf jeden Fall, sagt er. Und, ja, warum nicht? Ich habe nichts dagegen, ich würde mich freuen. Und ja, im Moment haben wir ja alle das Leben nicht mehr so einfach. Denn es ist eben halt alles durcheinander und so. Aber nach den Sommerferien habe ich überlegt, halt FSO zu machen. Dann habe ich auch viel Zeit für Sport. Ne, krieg sogar Geld. Möchte mein PC halt aufbessern dann am Ende des Jahres und kann auch sogar bessere Geschenke und alles kaufen. Ich liebe eben halt alles Leuten eine Freude zu machen, wenn man ihnen was schenkt. Ich schenke lieber als ich bekomme. Auch wenn man das mir meistens nicht dann anmerkt oder so, aber das hier ist ja jetzt nicht besonders schwer. Sonderlich schwer. Aber ich kann euch gleich auch noch andere Maps zeigen, wo es nicht so einfach ist wie hier. So, und jetzt geht die Tür auf hier. Dann gehst du jetzt auf. Und hier liegen die Golddinger da. Okay,
Okay, wartet kurz, werfen, werfen, Wurfobjekt nutzen. Wo ist die Y, 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 Y? So. Ja, jetzt haben wir natürlich jetzt hier Gold geklaut und können dem dementsprechend auch nicht, wie soll man sagen, dementsprechend können wir auch nicht. Was ist das jetzt? Take the medal. Wegen einer Medaille? Wegen einer Medaille macht er so einen Radau. So, und jetzt müssen wir abhauen. Und die Sniper, wenn wir ihn hätten, ja, ist ja gut. Wenn wir einen härteren Schwierigkeitsgrad hätten, dann würden wir auch direkt vom Sniper kaputt gehen. Kaputt werden wir direkt down, weil die Sniper können dann eben halt mit einem Schuss das beenden. Und da oben rechts sieht man jemanden, wenn die Polizei vorstößt. Was auch, was eigentlich auch cool ist. Ey! Gut, so richtig kann man die eben halt nicht werfen, ne? So, und wir könnten, also da steht dann eben halt auch, welche minimale Anzahl von ihr vom Gold brauchen, ne? Das ist, diese Map kann man ja auch im härteren Grad spielen, wenn man will. Und ja. Letzte Tasche. Also, wie gesagt, es ist auf Schwierigkeit normal. Das heißt, wir sterben auch nicht so leicht. Okay, gut. Es ist doch nicht mehr so. Ich denke, ich habe ihn halt sonst immer auf schwer oder sehr schwer gespielt und da ist jemand noch schwerer. Wir können jetzt eben halt. Und jetzt haben wir eben halt. Nicely done, dear friends. We're still in a lot of trouble, but our lock is going to take care of you, yeah? Oh no, my
made some promises, and I'm still working on getting answers. So, jetzt, wie viel bekommen wir? 280.000. So, und am Ende einer Map, oder besser gesagt, eines Bankraubes. Ja. Kommt dann eben halt sowas. Und dann kann jeder eine einzige Karte wählen und dann kriegt man eben halt einen Bonus. Ich habe zum Beispiel jetzt das gezogen. Er hat jetzt zum Beispiel einen Kompensator und ein Muster, was man eben halt dann auf seine Waffe, glaube ich, machen kann oder auf seine Maske. Und ja, ich verlasse die Lobby mal und guck dann mal ins Inventar. Und möchte jetzt zum Beispiel eine Waffe kaufen. Wir können jetzt die auch zum Beispiel verkaufen. Aber in diesem Fall merken wir die Heavy Eagle. So, kostet 42.000. Also, dementsprechend lohnt es sich wenig. Zum Beispiel so eine Minigun, die wir hatten. Zum Beispiel die kostet dann 871.000. Die auch. So, das sind eben halt spezielle Sachen. Oder die kostet jetzt nicht so viel. Die braucht man jetzt, wenn wir eben halt eine Bank ausrauben, wo wir viele Schließfächer haben. Und meistens hat man die Waffe am Anfang. Ne? Sieht eigentlich auch schön aus. Die kann man eigentlich auch behalten. Ja, für die ersten, keine Ahnung, für die ersten 20, 30 Bankraube. Und dann würde ich eben halt, wie soll man sagen, dann würde ich eben halt aufwerten auf die oder eine von denen hier. G36C würde ich niemandem anraten, das hatte ich. Und meiner Meinung nach ist das gar nicht so super. Es sieht schön aus, ja, man denkt auch geil und alles. Aber im Nachhinein ist das kacke. So, und hier sieht man eben halt, ne? Aber ich würde gerne mal die Waffe ansehen. So, sehen wir eben halt die Waffe. Eine schöne M16 oder in diesem Fall AMR-16 Gewehr. Dann können wir auch nochmal die Waffenmods sehen. Nö. Hier, das sind eben halt so aus Tresoren, das zeige ich euch auch gleich. Hier könnte ich das mal hier drauf machen oder das. Und dann könnten wir auch hier verschiedene Handgriffe zum Beispiel oder was weiß ich, Gadgets. Also, dass wir eben halt einen Laser haben oder was weiß ich, einen anderen Griff unter was auch immer das ist. Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das ist Granate oder sowas, Granatenwerfer. Wissen tue ich es aber nicht. Hier Magazine kann man auch noch ändern. Also eben halt, was weiß ich, glaube Expertenmagazin hat irgendwie dann was anderes. Welches Visier und der obere Verschluss, ich glaube, Trust LRW. Also das da. Keine Ahnung, was das ist, aber das gibt es auch alles. So, wir kaufen gleich eine Waffe. Aber ich möchte euch nochmal was kurz zeigen. Ich weiß nicht, wo das war. Ja, hier war das. So, hier haben wir eben halt einen Tresor. Den könnten wir jetzt aufmachen, wenn wir eben halt einen Drill kaufen. Also eben halt einen Bohrer, der das aufmacht. Das kann man eben halt auch woanders finden. Also musst das hier alles nicht kaufen. Du kannst das auch alles nach und nach bekommen. Ne, keine Ahnung, wenn du eine Trophäe oder sonstiges freischaltest. Das sind die Skins, die ich schon freigeschaltet habe. Ne, legal auch. Und alles. Und ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr habt einen kleinen Einblick in Payday 2 bekommen. Und das ist jetzt auch das nächste Let's Play, was ich mit euch beginnen möchte. Ich weiß, ich habe viele Let's Plays angekündigt, aber die Zeit war noch nicht da so. Und bald habe ich sehr viel Zeit.
Ich habe in den Märzferien viel geplant für euch. Also mehrere Livestreams am Abend und sonstiges. Und zudem in den Sommerferien genauso. Also wir werden oft mittags mal oder oft mittags mal, ja, oft mittags mal eben halt einfach online gehen und dann kriegt ihr eben halt auf Instagram oder auf YouTube oder auf Snapchat direkt Bescheid. Deswegen abonniert meinen Instagram-Kanal. Genauso ist in der Videobeschreibung. Ja, in der Videobeschreibung verlinkt. Und ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Payday 2, wenn es wirklich richtig losgeht. Und ciao!